Hallo liebe Lego-Freunde, willkommen bei HW Bricks. Ich bin der Holger und heute gleich zwei Videos zur gleichen Zeit. Zum einen dieses hier, welches ihr gerade schaut, und zum anderen das des neuen Eiffelturms. Die beiden Videos kann man fast zusammennehmen, da dieses das zugehörige GWP, also Gift with Purchase, Geschenk beim Einkauf. Das hier ist die Set Nummer 40579, das Eiffel Apartment. Und das ist ein kleines Displaymodell, die Wohnung des Erfinders Gustav Eiffel, des Eiffelturms wohlgemerkt, welches sich auf dem Eiffelturm befindet. Und das wird aus 228 Teilen zusammengebaut. Warum gehört das zum Eiffelturm? Natürlich, weil es ein Teil des Eiffelturms ist und weil es das nur als GWP beim Kauf des Eiffelturms gibt. Also, kauft ihr den Eiffelturm, der übrigens am 25. November in den Handel kommt, 2022 wohlgemerkt, bekommt ihr dieses Set dazu. Zumindest an dem ersten Wochenende, weil genaue Daten, wie lange diese Aktion gilt, sind zum Aufnahmezeitpunkt dieses Videos leider noch nicht bekannt. Ihr werdet es aber auch von anderen Quellen dann sicherlich erfahren, spätestens auf der Lego-Shop-Seite selber. So, ja. Wollen wir uns das Ding mal ein bisschen näher anschauen. Ich werde mal hier die Kamera umschalten. Wir haben also zum einen mal die Minifigur von Gustav Eiffel. Der schaut so aus der Kopf, als wenn der von irgendeinem alten Obi-Wan Kenobi Minifigur ist. Ich bin mir da aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Und auch, ich glaube, Torso und Beine, also schwarz, sind rein schwarze Beine, die gab es sicher schon 100 Mal. Und ob der Torso jetzt irgendwelche Nuancen anders ist, also exklusiv zu diesem Set ist, glaube ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Weiß ich allerdings nicht. Wir sehen hier, wir haben hier ein kleines Modell des Eiffelturms daneben stehen. Da ist ganz witzig anzumerken, dass die unteren Füße aus Pistolen gemacht sind. Also die werden einfach in diesen 1x1er Brick, der von allen vier Seiten eine Noppenaufnahme hat, werden die reingesteckt. Und ja, ihr seht es, also der ist aus relativ wenigen Teilen gebaut, aber man kann deutlich erkennen, was es darstellen soll. Daneben haben wir so eine kleine Kommode mit Blumen oben drauf und einen Schreibtisch mit Lampe, einen Stuhl davor und so weiter. Diese ganzen Wandverzierungen, die ihr da seht, das sind ein paar weniger Aufkleber. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Aufkleber insgesamt. Dass diese Teile nicht bedruckt sind für ein GWP, ich glaube, da wird fast jeder Verständnis für haben. Ich meine, nicht jeder, es gibt immer ein paar, die meinen, das muss trotzdem sein. Ich finde das absolut nicht schlimm. Und selbst wenn man das weglassen würde, dann wären die Wände halt eben dunkelgrau. Wäre auch nicht tragisch. Von der anderen Seite, das ist quasi so die Brüstung von irgendeiner Etage auf dem Eiffelturm mit zwei Fernrohren. Zwei Fenster, die man auch aufmachen kann. So, da. Das ist halt eben schlicht und das sind wenige Details, aber da sind auch in Wirklichkeit, denke ich, relativ wenige Details bis gar keine Details. Das Ganze, ihr seht das hier, ist so auch mit Plates und alles gebaut. Also es sind für GWP doch recht viele große Teile dabei. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, dieses kleine Set zu bauen. Hier, das soll natürlich einen Steher darstellen vom Eiffelturm, der durch die Wohnung durchgeht. Der ist natürlich hier oben abgeschnitten, der wird dann natürlich in Realität noch viel weiter hochgehen und nach unten natürlich auch weiter hochgehen. Bin nachher mal gespannt, was ihr dazu schreibt. Da bin ich echt sehr neugierig. Viel mehr gibt es zu dem Set an sich auch noch nicht zu sagen. Verpackung hier, auch wieder 18 Plus Design. Es steht jetzt keine Themenwelt drauf, denen das zugehörig ist. Ich würde es mal genau wie den Eiffelturm auch als Icons einordnen. Und dann haben wir noch die Aufbauanleitung, die schauen wir uns auch noch mal kurz in der Kamera an. Es gibt keine Bauschrittsortierung, das heißt keine nummerierten Tüten. Ist allerdings auch, denke ich, nicht weiter schwierig. 228 Teile, das wird jeder auf die Reihe kriegen, das auch ohne sortierte Bauschritte zusammenzubauen. Schauen wir hinten nochmal in die Teileliste rein. Ich werde das mal ein bisschen höher halten, dann könnt ihr das vielleicht besser sehen. Einmal, zweimal, war da noch eine Seite? Nein, war nicht. 56, 57 Seiten, dann ist es zusammengebaut. Ja, kleines, nettes GWP, gefällt mir persönlich sehr gut. Was sagt ihr dazu?
Schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Euer Holger.